Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen, großartigen, einzigartigen keltischen Jupitertag. Wir haben heute im falschen Kalender, ja, was haben wir? Einen Freitag. Nur das lassen wir gelten. Ja, also das lassen wir gerne gelten. Da nehmen wir auch den richtigen keltischen Jupitertag in Kauf. Soll keltisch sein, was will. Freitag bleibt Freitag. Und ja, wir singt und lacht, allerdings ist das vielleicht ein Aspekt, der jetzt nicht so sehr zum Lachen animiert, nämlich wir haben jetzt das lange schon angekündigte, befürchtete, gefürchtete, gemeingefährliche, grauenhafte, gruselige Quadrat zwischen Mars und Uranus. Und ich kann euch versprechen, dieses Horoskop hält Wort. Also das ist ein sehr graues, ein sehr direktes Horoskop. Ich glaube, das kannst du auch schon mittlerweile als guter Astrologe und Astrologin geschult. Siehst du hier, glaube ich, schon mal drittes Haus. Boah, ja, also die Straße, die Öffentlichkeit, das sechste Haus, hier Herrscher von 3 in 6 und Mars als Herrscher von 1 von 12 und von 5, Spitze 5 im Widder und 12 und 1 im Skorpion. Also ein Hammer-Aspekt. Aber bevor wir auf den näher eingehen, da gibt es wie üblich immer lustige Geschichten zu berichten, Lach- und Sach-Geschichten oder wie es so schön heißt, aus der Sendung mit der Maus, möchte ich nur jenen Aspekt nebenbei erwähnen, den wir heute um 16.07 Uhr haben, immerhin ein Jahreshoroskop, nämlich die Konjunktion zwischen Merkur und Neptun. Ja, ich hätte das gestern ausarbeiten wollen, sollen, müssen, habe aber es nicht geschafft. Das hat emotionale Gründe gehabt. Bitte um Vergebung, bitte um Verständnis. Wir hatten eine Mond-Pluto-Konjunktion zum Quadrat zu meinem Mars im Skorpion und da explodieren die Gefühle leider hier und da mal. Ich bin auch nur ein Mensch. Also das heißt, wir sehen hier in diesem Jahreshoroskop Merkur-Neptun, naja, würde ich sagen, eine ganz einfache Botschaft. Wir sehen hier zunächst einmal mundan gesehen einen allgemeinen Auflösungsprozess der merkurischen Kräfte. Das wäre in erster Linie natürlich die Wirtschaft und Merkur auch als Herrscher des, natürlicher Herrscher des sechsten Hauses, sehen wir auch weltweit mundan gesehen auch einen Auflösungsprozess im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen, aber auch Merkur als Herrscher des sechsten Hauses. Natürlich erkennen wir hier auch und natürliche Herrscher Neptun des zwölften Hauses, dass es hier auch um einen Siechprozess im Zusammenhang mit Krankheiten geht. Also ein langes, mühsames Leiden, ja, einen langen, einen Prozess, der halt intensiv ist und der mit Leid und Schmerz zu tun hat. Und hier im achten Haus erkennen wir eindeutig, worum es geht. Es geht um den Siechtod, Neptun als Herrscher von 8. In 8, wer sieht hier dahin? Was sieht man hier? Wir sehen Merkur als Herrscher von 1, Merkur als Herrscher von 2 und auch Merkur als Herrscher des 11. Hauses, aber auch große Nebenherrscher des 10. Hauses. Und damit möchte ich dieses Horoskop gleich beenden. Ich wollte euch nur sagen, ich habe auf das nicht vergessen, aber tut mir leid, ich habe es einfach nicht der Blasen gestern. Gell? So schaut es halt aus. Wir sehen hier einen wunderschönen, also für uns, Entschuldigung, wunderschönen Niedergangsprozess des 10. und 11. Hauses. Also das heißt, Europäische Union entschwindet to fade out, heißt das, glaube ich. Und wir sehen auch eingeschlossene Herrscherin von 11 in 6 ist auch nicht gerade das Grüne vom Ei. Und hier sehen wir natürlich auch eben einen großen Teil, ja, einen großen Teil des 10. Hauses, auch unsere Volksgenossen, Staatsdepartementen, die Staatsratsvorsitzenden, ja, die schwinden auch sozusagen wie der Schnee in der wärmenden, sagen wir Aprilsonne, weil Mai ist schon spät, aber März ist ein bisschen früh, aber früher als wir noch Klima auf der Welt gehabt haben, hat es nur einen Schnee gegeben, gell? Und dann sehen wir hier auch den Merkur als Herrscher des ersten und zweiten Hauses und wir erkennen hier auch leider einen Sterbeprozess in ganz Deutschland, also das heißt, da sind wir mit 0 Grad, glaube ich, 17 Aszendent Jungfrau in einer frischen neuen Phase, also hier beginnt ein neuer Zyklus und hier eben 9 Planeten auf der rechten Hemisphäre, von mir ist nehmen wir den Pluto auch dazu, darum leichter, 10 Planeten auf der rechten Hemisphäre heißt, es ist ein schicksalshafter Entwicklungsprozess, der sollte so sein und wir sehen Spitze zweites Haus in der Jungfrau auf Skorpion geraten und das heißt, auch hier wird das Finanzsystem schwer davon betroffen sein und wann ist die Auslösung? Naja, schauen wir mal.
du weißt ja, meine Rechenkünste sind grandios und das geht sich im Bereich der 10 Finger aus. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir erkennen 5 Monate, März plus 5 Monate. Jetzt muss ich rechnen. Moment, jetzt kommt meine Rechnung. März, April, Mai, Juni, Juli, wow, August. Also das heißt, wir sehen August so ungefähr, naja, was soll ich sagen, soll man sagen, grübel, also, ich rechne lieber nochmal, ja. April, Mai, Juni, Juli, August, ja, Ende Juli, Anfang August würde ich hier eine heftige Auslösung sehen. Gut, das war's, lassen wir dieses Horoskop ruhen und gehen zum angenehmen Teil über, also zum heiteren Teil, und das ist die Quadratur des Kreises zwischen, ist ein Quadrat zwischen Mars und Uranus. Und Mars, Uranus, wissen wir, gehört zu den sportlichen Aspekten. Also das sind die Aspekte, wo die Süße, die Emotionen nie explodierten. Also ein wundervoller Kragenplatz-Aspekt, wo sozusagen jetzt der Damm bricht. Eindeutig. Ein Impetus, der heftiger gar nicht sein kann. Warum? Weil dieses Quadrat findet auch noch auf Skorpiongraden statt. 1951, meine so heiß geliebten, innig geliebten Skorpiongrade. Ja, ich habe eine Schwäche für Skorpione. Und wir haben dann noch als kleine Draufgabe, also als Sahnehäubchen, haben wir dann hier auch noch den Mars auf Castra. Na, vielleicht hängt das auch mit dem Kastrieren zusammen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, auf Lateinisch ist es ungefähr so die Festung, die Burg, die militärische Anlage, ja, Castrum. Da vielleicht kommt der Fidele, der Fidele Trudeau kommt daher, Fidel Trudeau, verwechselt. Ist ja wurscht, man verwechselt die Namen heutzutage. Also das heißt, wir haben Castra auf 20 Grad, 31 und das 1951, das heißt, der Mars gleitet genau in diesen Fixstern hinein. Ja, fix, Kreuzteufel, Sakra noch einmal. Und Vivian Robson schreibt hier dazu, gemäß Saturn-Jupiter kategorisiert Robson Castra als Übeltäter der Bösartigkeit, Destruktivität und ein unkontrollierbares Temperament. Ja, na großartig, ein unkontrollierbares Temperament. Sachen gibt's. Und wir erkennen Mars als Herrscher des ersten Hauses. Upsi, das betrifft das ganze Land. Naja, das zwölfte Haus. Zwölfte Haus würde ich hier, jetzt kannst du sagen, das ist gesteuert durch die Geheimdienste möglich. Aber ich würde eher sagen, zwölftes Haus kommt man mehr so rüber wie unkontrollierbar. Ja? Also das ist, das hat man immer unter Kontrolle. Das wird schwierig jetzt. Ja? Und wir sehen auch, Mars, Herrscher des fünften Hauses, würde ich einfach bezeichnen als Wachstum. Also da tut sie was, das wächst schnell, das wird groß, es wird ein schönes, großes Ding werden. Und wir sehen ja auch Venus als Herrscher des 11. Hauses, welche zunächst einmal für große Menschenmengen steht, für Menschenansammlungen. Ja, da kulminiert es ganz gewaltig. Wir kommen gleich zum 7. Haus. Und wir sehen, natürlich ein Quadrataspekt heißt immer Handeln, in dem Fall Mars eben Handeln. Quadrat heißt gegen. Und gegen wen wird hier gehandelt? Gegen Uranus, ja. Also handeln gegen drittes Haus. Naja, was könnte das dritte Haus sein? Ist es die Straße? Ist es die Wirtschaft? Ist es die Industrie? Ist es die Propaganda? Ist es die gängige Meinung? Naja, wenn ich mal diesen Reizbegriff Propaganda aufgreife, weil wir haben da, wenn Pluto an der Spitze des dritten Hauses steht, dann, du weißt eh, Propaganda und Pluto, das hängt schon eng miteinander zusammen. 1 Grad 26 der Pluto-Spitze, drittes Haus, das geht sich geradeaus, weil das dritte Haus könnte eben bis 4 Grad 25 reichen, wo ich noch sage, die 3 Grad lasse ich gelten. Also das heißt, ja, Pluto an der Spitze des dritten Hauses steht natürlich auch für Manipulation, für die Macht der Worte. Pluto und 3, logischerweise Macht der Worte, Manipulation. Und hier könnte es sein, ja, dass hier der Kampf, weil drittes Haus ist auch natürlich verbal,
Wassermann ist natürlich auch sehr, sehr ideologisch aufgeladen, sehr, sehr progressiv. Und das heißt, wir erkennen hier natürlich auch, dass ein Krieg der Worte einmal stattfindet. Das ist immer eine gute Vorbereitungsmaßnahme. Erst kommen die Worte und dann fliegt die Torte. Nach den Worten fliegen die Torten. Also das heißt, oder mehr, oder vielleicht ist in den Torten noch irgendwas drinnen. Also was Schwereres, also kompaktere. Da muss man schon, wie sagt man, die dritten Zähne ein bisschen anfeilen, dass man da noch durchbeißen kann. Und wir sehen hier natürlich meines Erachtens auch eindeutig, dass es hier, weil Uranus entlädt seine Energie, ja, drittes Haus, ist natürlich auch Stimmgewalt, brüllen, also ich höre richtig, wie die Leute in Dankeschören jubeln und ihnen wie sagt man, Dankesbekundungen entgegenschmeißen, also mit Wahnsinn, also unglaublich. Also hier sehe ich Dankesbekundungen auf der Straße für die großartige Arbeit der letzten Jahre. Ich meine, das muss man auch einmal zum Ausdruck bringen. Man kann nicht nur so passiv immer sagen, naja, die haben sich für uns eingesetzt und haben immer nur das Beste für uns gewollt. Nein, jetzt ist offensichtlich der richtige Zeitpunkt gekommen, hier den Dank auszudrücken, Dank auszustatten. Und wir wissen ja, ja, mit Dank ausstatten ist auch einen vollen Dank bitte auf der Tankstelle. Die Tankstelle, das ist vielleicht eine neue Erfindung. Die Tankstelle, das müsste so eine zusammenschiebbare Faust, du weißt, wie das in den Cartoons immer wieder ist, die Faust, die da zusammengeschoben wird, dann wusch, das wäre dann die Tankstelle. Ja, interessant. Bitte den Kopf, die Brille herunternehmen, bevor sie den Kopf in das Loch stecken. Aber wie auch immer, das wäre doch gelocht. Wir sehen hier Uranus als langsamerer Planet, der hier die Energie in Richtung Mars fokussiert und dort im Bereich der Straße zum Ausdruck bringt. Was nur für mich interessant ist, ja, dass alle Planeten unterhalb der Aszendentenachse liegen. Dass hier ein so expressiver, ausdrücklicher, intensiver Aspekt hier unterschwellig laufen sein. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gibt es vielleicht Blockaden? Gibt es Hemmnisse auf der Straße? Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, was da vonstatten gehen könnte. Ich schaue mal nach. Auf jeden Fall, bevor wir erfolgreich genug gesehen haben, sehe ich natürlich auch mit Venus auf der Straße, 11. Haus, und Venus-Herrscherin des 7. Hauses. Also das heißt, es könnte eine Bewegung sein, die nicht nur europaweit stattfindet, sondern Venus-Herrscherin von 7 auch auf dem Rest der Welt stattfindet. Und wir sehen, dass Uranus, der die Hauptachse regiert, eigentlich schon ab morgen für Nervosität sorgen müsste. Und weil der Mars erst exakt, ja, in 120 Tagen wieder eine Konjunktion mit Uranus bilden wird, das ist am 15. Juli, werden wir für die nächsten 120 Tage große Nervosität, große Spannung haben. Weil eines ist dieser Aspekt auf jeden Fall. Es ist eine unheimliche Belastung der Nerven. Ja? Es ist ein unheimlicher Stress, weil das dritte Haus steht ja auch für die Nerven. Und logischerweise, wie wir gesagt haben, Kommunikation, gar keine Frage. Und natürlich Mars im dritten Haus ist immer hypernervös, ist aggressiv. Und das bedeutet natürlich mit Uranus, dass dann die Nerven auch rot glühen. Wir sehen, dass hier die Venus, offensichtlich, wenn viele Menschen auf die Straßen gehen, ja, kann das natürlich auch bedeuten, dass die Venus als Herrscherin des 6. Hauses, dass hier auch der Zusammenhang mit dem Thema Arbeitsplätze, aber auch mit dem Thema Krankheit zusammenhängt. Schauen wir uns einmal das Thema Krankheit an. Und da würde ein Blick aufs 8. Haus sicherlich sehr interessant sein. Wir erkennen Mond. Als eingeschlossene Herrscherin des 8. Hauses steht sehr genau an der Spitze des 4. Hauses. Das bedeutet, dass wir, ach, ich liebe diese einfachen Zahlen, 120 Tage, das kann sogar ich rechnen, 120 durch 12 ist 10, ja, 1, 2, 3, ja, Wahnsinn, ich muss ehrlich sagen, ich kann schon bald ein Mathematikstudium abschließen, also was ich da alles lerne, 10 Tage, 20, 30 Tage, das heißt, wir haben hier ungefähr um den 10. April eine Auslösung, die der Bevölkerung nicht sehr angenehm sein wird. Denn ab ungefähr 10. April, ja, interessant,
Interessant deswegen, weil am 10. April haben wir ja den Beginn des neuen Jahres 1742, okay. 1741 haben wir, ja klar. Logisch, nach 1741 kommt 70. Diese Rechnung, Wahnsinn, was ist irre. Ich bin schon ein wandelnder Tauschenrechner. Das heißt, wir haben hier etwas, was der Bevölkerung jetzt nicht sehr angenehm sein wird. Also das ist, tja, es wird verschwiegen, logisch, ja, was ich meine, Business as usual, wie es so schön heißt, plötzlich und unerwartet wird hier so ab dem 10. April dann etwas verstärkt eintreffen. Und wir sehen auch, dass der Herrscher des 8. Hauses, Merkur, auch im 4. Haus ist. Und wir sehen, dass Merkur sich auf Vakuumgraden befindet, Grad frisch auf Vakuumgraden 29,35. Was könnte das bedeuten, Vakuumgrade? Naja, üblicherweise bedeuten Vakuumgrade eine starke Schwächung, ja, wo man dann sagt, er bereitet sich dann schon fürs nächste Sternzeichen vor, ist in dem Sternzeichen gar nicht mehr vorhanden. Also da hängt dann das Schild um den Hals, bin eigentlich nicht mehr da. Aber ich würde sagen, nehmen wir den Merkur als das, was er ist. Er steht auf Fischegraden, auf ganz extremen Fischegraden. Und da hätten wir wieder die Wiederholung der Botschaft, Neptun-Merkur auf Fischegraden, in weiter Konjunktion mit Neptun. Naja, das ist wieder dieses Thema, siechen, dahin, schwinden, fade out. Also sicherlich für die Bevölkerung nicht sehr angenehm. Wir erkennen aber natürlich hier auch meines Erachtens den Motor für Mars, weil irgendwo müssen ja die Marsmenschen herkommen. Wir sehen auch im Zusammenhang mit der Bevölkerung, weil das geht sich eindeutig, Saturn geht sich ganz eindeutig aus, als eingeschlossener Herrscher des zweiten Hauses, dass die Bevölkerung unter dem allgemeinen Thema leidet, Finanzschwierigkeiten, Finanzprobleme. Wir sehen auch, dass die Bevölkerung mit Spitze viertes Haus in den Fischen und Mond drauf sehr sensibel, sehr empfindlich, sehr, sehr verletzt ist, ja, also sehr, sehr schwer verletzt. Wir sehen hier eben diese starke Gefühlsintensität. Und Neptun im vierten Haus, würde ich sagen, verstärkt diese Geschichte und sagt mir aber auch, dass das Thema Täuschung, Lüge natürlich auch mit an Bord sich befindet. Kann aber im positivsten Sinne auch heißen, so eine Art Heilung. Vielleicht geschehen ja Wunder, man soll das niemals ausschließen. Ich glaube persönlich an Wunder, weil was sind Wunder? Naja, Wunder sind einfach nur Ereignisse jenseits unserer momentanen Beschreibungsmodelle oder unseres momentanen Denkvermögens. Das heißt, was ich mir nicht in meine Gedanken vorstellen kann, das ist dann ein Wunder. Wenn ich aber dann mehr Wissen habe, dann wird dieses Wunder möglicherweise dann auch wieder erklärbar. Schauen wir mal, vielleicht geschehen Wunder, ich hoffe es. Ich hoffe, dass alles für alle gut ausgeht, dass wir sozusagen hier überall uns dann über das Ganze, wie sagt man, über das Ganze freuen können, dass es nur ein Scherz war. Ich hoffe, dass es so ist. Ich fürchte, dass ich mich wahrscheinlich täuschen werde. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringen wird. Wir sehen auf jeden Fall, dass es dem Finanzsystem hier mit Spitze zweites Haus im Schützen und Herrscher von 2 in 6, naja, nicht ganz so gut geht. Also das heißt, wir sehen auch hier wieder Schwierigkeiten beim Finanzsystem, wie wir das so oft gesehen haben. Schauen wir uns einmal die Grade des zweiten Hauses an. 23 Grad 20, das sollten Steinbockgrade sein. Das heißt, wir haben hier die Verbindung von Jupiter und Saturn. Das steht natürlich für großes Verantwortungsbewusstsein. Wir wissen, dass die Bankiers immer extrem verantwortungsbewusst waren und immer nur auf unseren Vorteil geschaut haben. Also das heißt, sie haben sich immer redlich bemüht, sich die Taschen, wie auch immer. Also sie wollten natürlich immer nur unser Bestes. Unser Geld, unsere Zeit und unsere Lebensenergie. Also das heißt, wir haben hier ein sehr kompaktes Horoskop. Warum kompakt? Weil eben auch hier in dem Fall alle Planeten so ungefähr auf 108 Grad, also sagen wir ein Trigon, grob im Bereich eines Trigones befinden sich alle 10 Planeten und das bedeutet natürlich wieder einmal mehr, dass die Energien stark verdichtet sind. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Planeten im vierten Haus, wir haben 1, 2, 3 Planeten im dritten Haus, einen im zweiten und
2 im Sechsten und sonst nichts. Also das heißt hier eben eine starke Schwergewichtsbildung, in dem Fall auf dem Gebiet des vierten Hauses im Bereich der Bevölkerung. Und wir sehen natürlich auch hier, wenn ich mir die Grade des vierten Hauses anschaue, schauen wir mal, 14 Grad, 14, das sind Jungfraugrade von 12,30 bis 15 Grad. Was könnte das bedeuten? Naja, dass die Bevölkerung natürlich versucht, ihre Pflicht zu erfüllen, dass sie brav sind, dass sie gehorsam sind, dass sie angepasst sind. Aber man kann natürlich auch die Jungfrau gerade so auf sechste Hausbasis interpretieren, dass es jetzt um das Thema Krankheit geht. Und Fische und Jungfrau gerade könnte auch für eine Art mysteriöse Erkrankung stehen. Das darf man ja hier, ich glaube sogar auf YouTube darf man das aussprechen. Und natürlich kann auch Fische auf Jungfrau gerade bedeuten, Auflösung, Fische oder Unklarheiten im Zusammenhang mit den Arbeitsplätzen. Also das heißt, auch das ist hier meines Erachtens recht einfach herauszulesen. Abschließend noch ein Wort zum Aszendenten Skorpion. Könnte der, ist der auf Schützegraden? Das wäre noch möglich. Ja, ganz knapp. Von 20 Grad bis 22 Grad 30 auf rasanten, impulsiven Schützegraden. Und wir wissen, dass natürlich ein Aszendent Skorpion immer für Schwierigkeiten steht, immer für Probleme steht und natürlich auch hier die starke Besetzung des achten Hauses über Merkur und über den Mond im Zusammenhang mit dem vierten Haus, würde ich sagen, auch sehr stark zu beachten. Also das heißt, wir sehen sowieso über den Aszendenten Skorpion, dass hier schon seit langer Zeit ja etwas geplant war, etwas Destruktives geplant war, aber wir erkennen am MC in der Jungfrau beweglich, dass diese bösen Pläne, die lange gehegten bösen Pläne, ja, Skorpion, dass die hier nicht umgesetzt werden. Also das heißt, die Rechnung geht nicht auf. Das heißt, die Pläne scheitern. Und das ist positiv. Also ich sehe es halt positiv. Ja. Wir wissen, um was es geht. Ich darf hier nicht Klartext sprechen, das weißt du. Das, so sind halt die Spielregeln. Also abschließend, wie gesagt, Mars, Uranus auf der Straße, ein gewaltiger Aufruhr. Also das heißt, wir sehen hier, da wird es sich abspielen. Jetzt kannst du natürlich fragen, wann wird das stattfinden? Ja, bei so leichter Rechnung tue ich mir auch leicht. Ein Monat, zweites Monat. Das heißt, wir können, ja, weil Uranus auf der Hauptachse liegt, können wir sogar sagen, dass die Ereignisse an sich schon in irgendeiner Form schon morgen ausgelöst werden. Aber wir sehen, dass hier eher die Wahrscheinlichkeit besteht. Wir haben hier den 10. haben wir hier, na, den 9. haben wir. Wir haben hier den 9. März, 9. April, 9. Mai. So ab Anfang Mai sind wir schon dabei. Mai, Juni. Das heißt, es sollte im Juni kulminieren. Wir sehen, dass im Mai hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 emotional schwere Ereignisse eintreten werden, und das heißt, das wird ein intensiver Mai werden, und wir erkennen auch, wie gesagt, das Ganze ist hier unten in der nördlichen Hemisphäre, und das ist eben jetzt auch wieder eine Zeit, wo vieles verarbeitet werden muss. Also das heißt, hier gärt es im Untergrund schon einmal gewaltig. Schauen wir mal, was am morgigen Freitag, dem 13., das habe ich vergessen dazu zu sagen, gut, dass ich es dazu geschrieben habe, also ich meine, ein würdiges Horoskop für einen Freitag, den 13., ich glaube, besser kann man es gar nicht treffen. Wir haben den falschen 9.3.2024, 9 und 3 ist 12, doppelte 14, 16, 20 und die Quersumme 2. Ich muss sagen, daran, dass es sich um ein falsches Datum handelt, alle Achtung. Die Zahlen sind sehr, sehr intensiv, sehr stark. Zunächst einmal wird uns hier Merkur gezeigt. Merkur geht für Denken, für Bewusstsein. Es geht aber auch immer um Rückzug. Naja, bitte, hier vier Planeten im vierten Haus, ganz, ganz eindeutig. Ja. Alles unterhalb der Aszendentenachse, starker Rückzug. Ja. Herrscher, naja gut, das ist Herrscher von 1 in 3, ist kein Rückzug. Aber wir sehen Merkur als Herrscher des 8. Hauses und als Herrscher des 10. Hauses. Also das heißt, wir sehen hier natürlich auch einen Niedergangsprozess unserer Stadtsibaten-Freunde, den wir vorher in dem Merkur-Neptun-Horoskop
ebenfalls schon herauslesen konnten. Die zweite Zahl ist die 12. Die 12 ist der Gehängte, das Leben steht Kopf, eine prekäre Lage. Es ist eine Phase der Umorientierung, man kennt sich nicht so genau aus. Ja, würde ich sagen, eindeutig bitte Spitze viertes Haus in den Fischen und Mars als Herrscher auch des 12. Hauses im 3. Haus heißt für mich, dass viele Leute sich einfach nicht auskennen, ja, und eben aus Verzweiflung, weil wir wurden ja bis dato immer so wunderschön mit der nichts als der reinen Wahrheit versorgt und deswegen kennt sich auch jeder aus, klar, ja. Also das heißt, die 14 steht an dritter Stelle und ich kann mich erinnern, sie steht doppelt, 9, 12, 14, 14. Also das heißt, wir haben es hier mit Bescheidenheit, Mäßigkeit zu tun, das heißt, es kommt auf uns eine Phase des Rückzuges. Ja? Es kommt auf uns eine Phase des Rückzuges zu, wir sehen auch Mars als Herrscher des 5. Hauses, natürlich ist hier auch der Wohlstand ein starkes Thema und natürlich auch das Wachstum der Wirtschaft. Du wirst fragen, welches Wachstum? Naja, die 16 optimal, ich meine, besser geht's gar nicht, ja, unglaublich, ja, unglaublich, die alte Zahlenreihe, die 16, Umsturz, Revolution, Zusammenbruch, ja, Mars, Uranus, eindeutig, ja, ein Kämpferaspekt, ein Revolutionsaspekt ersten Grades. Wir haben dann die 20. Die 20 zeigt uns ein großes, schicksalshaftes Ereignis an, ein Ereignis, welches schlicht und ergreifend bombastisch ist. Ja, ja, eindeutig, ganz eindeutig. Und dann als letzte Zahl, die 2, in Summe haben wir es offensichtlich, hoffentlich, vielleicht, möglicherweise mit einem kosmischen Harmonisierungsprozess zu tun. Also das heißt, das Ziel dahinter steckt darin, dass wir eben die kosmische Harmonie auf Erden zurückbekommen. Und der Weg dorthin ist natürlich leider, wie wir wissen, immer steinig. Naja, man hat sich halt in der Lüge eingenistet und sich mit der Lüge dann auch irgendwie arrangiert. Ja, es ist leider so. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe noch Ceres, Pholus, Chiron, Nessos auch noch am Programm, aber schauen wir mal, ob wir es zu denen noch bringen. Wir haben in der 9. Zahlenreihe den 20. Grad des 12. Monatssternzeichen. Des 12. Sternzeichens Fische im Jahr 1741, das heißt 20, 32, 33, 40, 44, 45 und daraus resultierend wieder die 9. Die 20, glaube ich, brauche ich jetzt nicht, oder ja, kann ich, ich zeige sie gerne noch einmal her. Das heißt, auch die neue Zahlenreihe beginnt einmal spitzenmäßig, ja, absolut spitze. Das heißt, hier zeigt uns die neue Zahlenreihe, es kommt etwas Epochales jetzt auf uns zu, passt. Die 32, die kleine Rüttelzahl, warnt uns, bitte mach das Richtige, sei vorsichtig, mach nie die Tür auf, lass keinen rein, passt. Hör im Zweifelsfall auf dein Gefühl. Die 33, ganz interessant, die große Meisterzahl. Also hier steckt auch laut neuer Zahlenreihe ein großes, eine große Möglichkeit, eine große Chance drinnen, aber natürlich, die starke Fischebesetzung zeigt mir das, ja, Mond auch in den Fischen, aber eben hier schaut unterm Strich oft Härte heraus, weil man nicht möchte, dass die Gefühle von anderen ausgenützt werden. Das ist halt leider der Fluch der 33. Die 40, der Kuschelhammer, sozusagen freundlich, charmant, lieb und nett, aber letztendlich ist es doch eine Machtausübung. Wer könnte das sein? Naja, Herrscher von 10 in 4 im Vakuum würde für mich auch bedeuten, dass die Botschaften der Staatsdepartner bei der Bevölkerung nicht mehr ankommen. Ja? Also das heißt, das ist vorbei, da ist nichts mehr, das ist finito. Ja? Also das heißt, die können brüllen, wie sie wollen, die können, es läuft nicht mehr. Ja? Und als nächste Zahl haben wir die 44, die Rosamunde Pilcher-Zahl. Ich will ja keine Reklame machen, aber du kennst ja dieses Zürich-Kosmos, macht's wieder gut. Nein, das ist idiotisch, aber es heißt nur eben, dieses Herzchen wird wieder zusammengenäht und es sollte halt alles wieder gut gehen. Ja? Also das bedeutet, ja, aus dieser Zahl entnehme ich die 44, erst zerbricht etwas, ja, es bricht auseinander und das zeigt uns ja dieses Horoskop. Ich meine, Mars, Uranus ist ja kein Lerchalschaß, wenn man so schön sagt, das ist schon was Gröberes. Ja? Also das heißt, es zerbricht gerade etwas, aber es heilt wieder zusammen und das ist für mich auch eine sehr, sehr schöne Zahl. Interessant, die 45, natürlich als letzte Zahl die 9, ja, wo die alte Zahlenreihe begonnen hat, hört die neue auf, wo die alte Zahlenreihe aufgehört hat mit der 20,
beginnt die neue. Also interessant, wie die beiden verwoben sind. Und bei der 45 sagt man, boshafterweise, kann keine Liebe geben. Also das heißt, kann die Gefühle nicht so zeigen. Und deswegen sehe ich zwischen der 45 und der 33 eine sehr, sehr starke Verbindung. Die 33 kann auch die Gefühle sehr, sehr schwer zeigen. Die 45 lässt sich aber auch leicht ausnützen. Du weißt ja, die Reserve-Bundeshymne in Österreich, wenn's einen Weh braucht, ruft's mir. Also sehr spannend, die 45 lässt sich leicht ausnützen. Und als letzte Zahl haben wir die 9, also wieder Rückzug. Ein stimmiges Horoskop, in sich auch mit den Karten stimmig, bin ich sehr zufrieden, gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn der Hintergrund dieses Horoskopes nicht der angenehmste ist, aber was soll man machen? Soll ich noch ein Wort zu Ceres und Pholus, gell? Ceres und Pholus sind uns ja regelrecht ans Herz gewachsen und sie könnten eigentlich heute, ist das heute, gell? Könnten sie heute ihre Konjunktion haben, weil morgen ist schon vorbei. Morgen ist Ceres schon mit 10 Grad 35 Capricorn, also Steinbock, schon über den Graden von Pholus mit 10 Grad 7. Ja? Also da sind wir schon mit, wie viel sind das, 28 Minuten über dem Aspekt. Es wäre natürlich interessant, das auszurechnen, wann die exakte Konjunktion dieser beiden stattfindet. Ich könnte mir die Arbeit antun, ich überlege nur gerade, ob ich das will. Ja? Wir haben, ich tue mal so, als hätte ich es übergangen. Ja? Also das heißt, wir haben die beiden hier, Ceres im Sinne von Wachstum und Pholus im Sinne von Kontrollverlust. Das heißt, wir sehen hier im Bereich des Finanzwesens einen massiven Kontrollverlust. Das könnte dann natürlich auch mit Erschütterungen auf den Wertpapiermärkten natürlich auch zusammenhängen. Wir können auch hier den Zeitraum sehr gut eingrenzen. Du weißt ja, 1, 2, 3, 4, 5, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal 10 ist 100. Wow, und das ohne Taschenrechner. Ich bin fassungslos über meine mathematischen Fähigkeiten. Das hätte damals mein Mathematikprofessor in der Schule wissen sollen. Der hätte geschaut. Also das heißt, wir haben hier 1, 2, 3 Monate. Das heißt, wir kommen auf April, Mai, Juni. Und das heißt, wir sehen ungefähr, also dass da wird dann, da wie viel die Juni wird, 9. Juni. 9. Juni ist es dann der 39. Juni. Wir haben hier den 19. Naja, Ende Juni. Ende Juni hätten wir hier die Auslösung Ceres Pholus. Na, schauen wir mal, ob das eintreffen wird. Wir werden es in Bälde herausfinden. Chiron befindet sich im zweiten Haus. Das kann nicht sein. Chiron, Moment, habe ich einen Blödsinn gesagt. Nein. Man muss nur richtig lesen können. Ich habe es richtig geschrieben. Chiron befindet sich im fünften Haus. Also das heißt, die Heilung, die Heilung, die Schwachstelle. Das heißt, hier können wir wahrscheinlich daran arbeiten, unseren Wohlstand selber zu erschaffen. Und Nessus befindet sich im vierten Haus. Und dort geht es halt um Heimtücke, um Mord, um Wiedergeburt, Leben und Tod, aber das wissen wir schon. Und wir haben hier die Sonne auch in Konjunktion mit Nessus und die Sonne als Herrscherin des neunten Hauses. Naja, das würde für mich dann bedeuten, dass die Leute dann die Wahrheit erfahren. Ja? Hier die Wahrheit, neuntes Haus im vierten Haus mit Nessus. Das heißt, die Leute erfahren die Wahrheit hinter diesen diabolischen Plänen und das schaut auch so aus, als würde das dann April, Mai, Juni, ja, würde das dann hier, ja, April, Mai, ja, das könnte so Anfang Juni sein. Naja, gut, ich würde sagen, puh, die Zeit, ich habe schon wieder nicht auf die Uhrzeit geschaut. Dafür machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Hier sind wir entlang des Zwitscherkanales, das ist der, ja, gut, hier muss man den Ton wegdrehen, was sehr, sehr schön dort. Und Wiener Neustädter Kanal. Und bitte, 19.50 Uhr, unsere 1, 2, 3 magischen Minuten, nutzen wir sie wieder für die Lichtkuppel, nutzen wir sie lieber für positive Gedanken, für gute Energien, die wir aussenden, wie ich immer wieder gesagt habe. Alles, was du an guten Energien aussendest, kommt auch wieder auf dich zurück. Das heißt, was du einem anderen wünschst, das bekommt er natürlich an positiven Energien, aber auch für dich wird hier etwas Positives rückgekoppelt, also immer das auch bedenken, was man dem anderen wünscht oder anderen, was man in der Außenwelt gibt, das bekommt man auch wieder zurück. Gut, ich würde sagen,
dann wünsche ich dir ein großartiges, fantastisches, angenehmes Wochenende mit möglichst viel Sonnenschein, mit viel Aktivitäten draußen im Freien und wie ich es in letzter Zeit immer wieder geraten habe, bitte minimiere die Aufenthaltsdauer vor dem Internet. Ja, es klingt lächerlich, wenn das jemand aus einem Internetkanal sagt. Ja, es ist halt so. Gut, in dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.